Hier oben hängt der... Der arme Kerl. Schon verflucht lange. Ich... Lass ihn auch noch ein bisschen hängen. Seine Freunde kann man auch mal ruhig einen Moment der Ruhe gönnen. Da genießt doch auch nur die Aussicht da oben. Hoffe ich mal zumindest. Das sieht allerdings verdächtig danach aus, als würde es hier gleich sehr rund gehen. Okay. Was müsste ich mich denn hier einlassen? Vermutlich stürzt die Brücke ein. Lara, hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nichts halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen holen! Okay, machen wir gleich. Nee, das wollte ich nicht. Lara, schwing dein Hintern hier rauf! Ja, was soll denn diese übertriebene Eile jetzt? Ja, ist doch sicher irgendwas. Los, beweg dich! Komm auf! Oder was soll denn das hier unten? Wir müssen die anderen retten! Doch, hier hinten liegt doch was. Dachte mir doch, das kann nicht sein. Jemand 6:1 gewonnen oder so. Ich komme gleich zu dir. Bewach mal bitte noch ein bisschen die Gegend, denn mir ist aufgefallen davor, ich sehe das nämlich schon richtig, hier hat es nämlich nochmal eins und dann ist diese Herausforderung auch schon gemeistert. Hoffe ich mal. Zur Ruhe gebettet. Wieder was erfolgreich abgeschlossen. Wir wechseln wieder auf die Pistole. Sie ist mir einfach irgendwie am liebsten. Ich frage mich allerdings gerade so... Nee. Nicht ablenken lassen. Konzentrieren. Fokussieren. Zündet sie an! Keine Chance, ihr Schweine. Das war ja irgendwie auch zu einfach. So war das gedacht eigentlich. Ah! Ganz schlecht. Ich wechsle. Ich möchte eigentlich die Waffe wechseln. So. Oh, ganz schlecht. Weg, Lara. Das ist sicher nicht beim Benzinfass. So, den Lärm will ich jetzt nicht mehr hören. Da haben wir wieder einen. Ich sag jetzt nicht. Hallo? Ich sagte, kein Lärm mehr hier. Da geht schon wieder einer ran. Seid ihr so unbelehrbar? Okay. Der will es auch nicht lernen. Uff. Dutzend billiger heute. Ich hatte sogar noch einen Helm an. Und dieser Gauner. Oh, oh. Was soll denn das bitte? Der legt sich freiwillig hin. Ja. Wir vergessen es jetzt mal wieder, Finesse. Das sind wir ein bisschen zu viele.
Feuerwerk der Ecke, das hier zelebriert wird. Boah, im Rollen erwischt. Nein! Ich will hier nicht nochmal von vorne beginnen. Hallo? Wo kommst denn du her? Sag mal, wie viele Gegner habt ihr denn? Und alle sind so mies gelaunt. Okay, ich würde sagen, ich brauche mal den Zoom. Sonst wird das gar nichts hier. Clara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben hier eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Boah. Der Dame wird wirklich nicht die kleinste Verschnaufspause gegönnt. Nicht mal so ganz kurzen Moment des Genusses. Der Erholung. Ja, wobei Genuss ist hier eh sehr fragwürdig. Probieren wir es mal. Denn hier oben wird die Anlage zerstören. Nein! Ich sage die Anlage. Nicht die Armmuskulatur. Das für ein komisches Geräusch. Okay. Hier höre ich doch eindeutig ein Schwein. Ist eines. Da unten hat es einen ganzen Bauernhof. Ah! Das war jetzt nicht so gedacht, aber das Schwein ist äußerst geschickt gelaufen. Wollen wir auf Hühnerjagd gehen? Chicken Run! Also, ich habe hier wirklich schon lange nichts mehr gejagt. Okay. Das Gebiet ist doch ein bisschen größer als gedacht. Ich wollte gerade sagen, du bist mit dem Gebiet direkt darüber. So. Na, wo bist du? Ja, wo ist es denn? Okay. Ich würde sagen, wir nehmen... Willst du mich verarschen? Okay. So. So geht man auf Hühnerjagd. Das greift tatsächlich an. Nein, nicht ins Wasser. Wenn meine Neugier nun nicht so groß wäre, dann hättet ihr vermutlich ein gemütliches Spiel hier ohne ständige Ablenkung. Aber ich bin nur nicht mal da neugierige Sammler. Es geht nicht anders. Und hier haben wir wieder, seht ihr, wieder so ein Dornbusch. Aus meiner Sicht muss das irgendwie mal überleben. Das kann ich, habe ich das schon probiert? Dornbusch anzünden? So von der Logik her wär's. Naja. Nehmen wir stattdessen das Geocache hier.
würde es anzünden. Hier drin holen wir uns noch kurz einen Schatz. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Schön. Nehmen wir gerne mit. Mir ist gerade was aufgefallen. Diese Seilbahn hier, die runterführt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt aufgrund meiner Neugier das ganze Gebiet jetzt so abkürze, dass ich genau den umgekehrten Weg nehme, den man eigentlich nehmen sollte. Also sprich, dass wir uns hier eigentlich am Ende der Karte befinden. Das ein schöner Rundlauf wäre und ich jetzt ausgerechnet das umgekehrt angehe. Verstanden würde ich mich nicht, also... Wo so viele Wege sind, sind halt auch viele Ziele. Okay, wir probieren es jetzt trotzdem mal. Könntest du da nach oben? Also ich frage mich natürlich wie, aber... Nee, kannst du nicht. Schon wieder ein Schwein? Und wie es schreit, wie es grunzt. Ich bin zur Tierquälerin geworden, diesem Spiel. Also wenn hier nicht die PETA irgendwann mal einschreitet und was reklamiert, dann weiß ich auch nicht. Ach, das ist sogar... Das haben wir jetzt auch noch nie gesehen. Das ist sogar verletzt. Nein! Er springt ins Wasser. Nee, macht's nicht. So. Dieses Mal haben wir direkt das Huhn von Anfang an frittiert. Hat den Vorteil, wir müssen jetzt gar nicht mal ein Feuer machen. So, wie viele Pfeile brauchst du eigentlich noch? Hä? Nein, was mache ich denn? Das geht wirklich unter Tierquälerei. Ja, ich finde das gut, dass dir die Kamera weggeht. Das will eigentlich niemand sehen. So, jetzt aber. Ja, was ich mich schon wieder ablenken lasse. Das Spiel... Ich glaube... Wenn ich Far Cry gespielt hätte und das als Let's Play benutzt hätte, dann wärt ihr vermutlich, spätestens in dem Moment hättet ihr vermutlich den Kanal, das Abo gelöscht. Ich kann das nicht. Hier ist eine Schatzkarte, aber... Seht ihr, ich kann gar keinen W-Punkt setzen. Das müsste ungefähr... ungefähr hier sein. So, jetzt aber, jetzt reicht's. Ich noch keine Tiere mehr. Ich hab's jetzt gerade beschlossen. Verspreche euch das jetzt hier so. Denn ich lenke auch so schon wieder enorm ab. War hier nicht noch ein Geocache oder sowas? Was? Was es mit diesen Geocaches auf sich hat, ist auch nicht ganz klar, weil es gibt 5 Punkte. Und auch wenn man das Set komplett hat, gibt es keine Bonuspunkte. Also natürlich summiert sich das mit der Zeit, aber wenn wir jetzt mal hochrechnen, 15 mal 5 Punkte, das sind jetzt... Hallo? Nimm doch das Ding auf. Warum macht er das nicht? 15 mal 5 Punkte, das sind also 75 Punkte. Das ist jetzt nicht gerade die Welt, wenn wir uns überlegen, dass wir an einem anderen Ort 1500 Punkte und so bekommen. Also, ja. Oh! Okay. Du bist ein Einzelgänger. Na komm. Steck mal neugierig den Kopf nach oben. So. Von wo? Hat er im Sterben noch eine Dynamit geschmissen?
Also hier hinten ist doch einer. So. Wo? Okay. Da will wieder einen Nahkampf. Ich glaube allerdings wirklich langsam, ich bin hier völlig falsch. Also, so rein gefühlsmäßig. Ist doch das gar nicht logisch, was ich hier bin. Oder kommt es mir wirklich nur so vor? Und in Wirklichkeit ist alles ganz korrekt. Aber ich bin doch... Wir können es ja nachher gleich mal probieren. Mir kommt es eher wirklich vor, als wäre das das Ende. Nicht der Anfang. Okay, wir könnten zwar hier zur Seilbahn gelangen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Seht ihr, hier unten sind wir doch gestartet. Ich gehe nachher nochmal runter. Das sieht doch eher so nach Endziel aus. Mir ist gerade wieder was aufgefallen. Ich dachte eigentlich, ich bin durch. Aber offensichtlich ist ja nochmal ein Geheimnis. Ach, das sind einfach mehr, damit man es erreicht. Alles klar. Das heißt... Eigentlich doch irgendwie logisch. Wir probieren es jetzt einfach. Also hier war ich. Hier wäre ich gewesen. Von hier wäre ich rübergekommen, genau. Dann wäre ich theoretisch hier nach oben. Hier kann man... Nee, hier hat es schon einer befestigt. Das wäre aber nochmal die Abkürzung hier rüber. Und wenn man denn möchte, könnte ich da nicht auch befesten. Also, ideal wäre jetzt, wenn ich einen Pfosten hier rüber hätte, dann könnte ich eigentlich... Könnte ich das so verbinden. Es geht aber nicht ganz. Also, wie ich das sehe, funktioniert das nicht. Ich war tatsächlich doch am richtigen Ort. Ja, Clara. Musst du nochmal die Hände spucken. Und darüber. Zum Glück gibt es hier so viele unglaubliche Wege. Mich würde jetzt interessieren, ob wir theoretisch hier nach oben könnten, aber das probieren wir jetzt nicht. Ich bin schon genug verwirrt. Ja, und ich weiß, hier hat es einen Rabe, aber den werde ich ganz sicher jetzt nicht töten. Ich habe es versprochen. Keine Tiere mehr. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Deshalb gehen wir lieber unten durch. Dann sehen wir alles. Ansonsten müssen wir uns zweimal durch den gleichen Ort bewegen. Was ja auch nicht unbedingt in eurem Interesse ist. Ich bin sonst schon ein viel zu gemütlicher Spieler.
der Waffe möchte ich eigentlich nicht unterwegs sein. Das macht mir im Moment eher Kummer. Wieder ein Geocache. Durch. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Hofschreiber. Ich könnte auch Redenschreiber werden, sowas. Ich plaudere die ganze Zeit. Dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Wieder ein komplettes Set. Komischerweise gab es keine Belohnung. Oh, ich hab's übersehen. Okay. Komm, junge Dame. Hier nach oben. Bisschen ranzoomen, dann sehen wir auch was. Hat wieder so einen blöden Helm an. Wow! Da hat offensichtlich die eigene Explosion nicht überlebt. Sag mal! Den oben habe ich nicht mitbekommen. Schlecht. Den habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wirklich nicht. Oh, Lara. Tut mir leid, dass du das nochmal erleben musst. Oder wir machen das jetzt schneller. Wir müssen uns ja nicht mehr achten. Oh. Die Ausschneiderin ist hier! Warnt die anderen! Wo ist der Zoom? Ja, eine Reaktion habe ich wieder mal. Wird Zeit für eine Pause. Hä? Ich frage mich immer, wer schießt denn hier noch? Oder woher zum Geier? Also gut, gehen wir hier in Deckung. Klappt das ein bisschen besser? Da schießt schon wieder jemand. Jetzt noch einmal und ich zünde hier das Wasser an. Nee, mache ich nicht. Ich mach's anders. Nein, das war... Mädchen. Genau. Habe ich mir gedacht, dass es so funktioniert. Ist auch eine interessante Idee mit diesem Hügel hier. Ach nee, halt, oben war der Schweinehund. Du hast mich das letzte Mal das Leben gekostet. Jetzt explodiert er dann gleich wieder, weil er die Dynamitstange vermutlich fallen lassen hat. Hallo, ich treffe dich doch. Der verarscht mich. Seht ihr das? Der hat verdammt gutes Gehör, oder? Einen dritten Sinn. Der hat sich immer dann weggeduckt, wenn ich geschossen habe. Da unten müsste doch irgendwo noch eine Leiche liegen. Nein! Tu mir das nicht an. Hier wollte ich nicht lang. Hier wollte ich lang. Wow. Wen soll ich mich jetzt konzentrieren? Ach, der macht mir zu viel Schaden.
Errungenschaft freigeschaltet, Langfinger. Okay. Hier stehen ja wieder unglaublich viele Wege offen. Ich nehme jetzt mal an, zum Grab geht's hier hin. Habe ich alle? Oder ist das das Grab? Ich muss kurz hier noch auflesen. Massenhaft Material. Und ich glaube... Ach, das ist ja auch schlau gelöst. Seht ihr das? Hier kann man offensichtlich nur durch gewisse Löcher hineinschießen. Also, zum Beispiel, suchen wir mal eins. Das funktioniert. Das hier zum Beispiel. Das funktioniert natürlich nur auf der bestimmten Höhe. Gleich mal probieren. Und eine Eisengießerei hat sie auch. Also ihr seht, was ich meine, oder? Die richtige Öffnung suchen muss, damit man nachher das Innen entzünden kann. Ich glaube, jetzt kann ich zeigen, was ich meine. Nee, nicht das. Quatsch. Das brauche ich. Hier. So meine ich das. Und jetzt müssen wir noch die anderen Durchgänge finden. Also die anderen Höhen entdecken. Und das funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Schlau gemacht. Gehen wir es mal anschauen. Ja, sorry Lara. Ich weiß, es ist ein bisschen, war ein bisschen zu hoch. Also, wir haben... Ja, man sieht die Löcher ein bisschen ungenau. Ist noch eines. Jo. Zum Beispiel hier. Das geht genau perfekt. Das wäre von hier unten und das wäre von unten. Alles klar. Dann probieren wir es mal. Loslassen. Dann hier hinten rauben. Rauben. Jetzt müsste eigentlich so ziemlich genau das Loch hier links dann stehen. Hoffe ich mal. Genau, so. Na. Das war aber nur das eine Loch. Wir warten das zweite Loch. Das ist hier oben. Okay, das funktioniert nicht. Aber schön haben sie es. Und warm. Das ist direkt eine Erholung. Drücken Sie mehrmals zum Aufstemmen? Von was? Ich glaube, das ist eine falsche Meldung. Das sollte eigentlich verschwinden, vermutlich. Das kann es nicht mehr, aus irgendeinem Grund. Ist hier irgendwo noch ein Loch? Das ist noch ein Loch. Kann ich von unten theoretisch durchschießen? So schlau sind sie dann wieder. Okay, dann glaube ich sogar von hier hin. Genau. Schaut. Durch das Gewicht geht die Luke auf. Fällt das nach unten. Das heißt, jetzt müssten wir noch den hier machen. Das wird... Ja, das wird... Das wird schmerzhaft. Ja, das klappt. Lustiges kleines Rätsel. Ich frage mich allerdings, wie die Kammer ist. Da oben hätten wir wieder so ein
Plackending zum Abreißen brauchen wir ja nicht mehr. Stattdessen verwirrt mich das irgendwie mehr hier. Also die Grabkammer ist hinter uns. Ne, vor uns, oder? Ne, da ist sie. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir das noch. Weil mit dem Gewehr fühle ich mich jetzt allerdings im Moment ein bisschen wohler. Boah. Schrottsammlerin ist wieder unterwegs. Also dieses Level-Design, das ist eine wahre Freude. Hier war ich schon. Dann geht's... Also, wer das auch immer gestaltet hat, der hatte sehr viel Fantasie und... hatte einen Plan, Level Design. Ja, da unten blinkt was. Da wollte noch danach greifen, hat sich offensichtlich verirrt, wurde aber verschüttet. Nein, armer Kerl. Hier ist noch so ein Sirenending, das wir zerstören können. Die Herausforderung ist auch gemeistert. Ein Geocache vermisse ich immer noch. Jetzt gehe ich mal aber hier unten durch. Ach nee, hier ist es. Genau das hier wollte ich sagen. Das Markierte. Aber da können wir jetzt hier durch. So langsam gibt mir jedoch die Schrotmunition aus. Irgendwas habe ich vergessen. Also irgendwas muss hier doch hier unten noch sein. Wo ist denn das? Nee, das ist auf der anderen Seite. Also wirklich viel gebracht haben mir die letzten zwei Schüsse nicht wirklich. Was? Ach nein. So langsam geht es mir wirklich an den Kragen mit der Munition. Gut versteckt. Noch ein Früchtchen für das süße Früchtchen. Und dann gehen wir zur Höhle. Jo. Ich glaube hier Pfeile. Ja, nee, lieber nicht. Sind schon voll. Mal Material und dann würde ich sagen, das war wieder eine ergiebige Folge. Ein bisschen zu viel des Gutes, vermute ich, für euch, was Sammeln betrifft. Aber die Dame muss sich durchschlagen. Ach, immer noch 2 Punkte. Nee, die Dame braucht das Material, die Erfahrung. Das kann ich auch erst das nächste Mal. Dann würde ich sagen, beim Jäger und Sammler vielleicht wieder was. Ja. Eigentlich Pfeile wiederfinden. Ich würde sagen, wir machen das. Noch mehr Erfahrungspunkte. Dann die Waffe noch ausbauen. Möglichst schnell. Hier sind Schrotflinte. Haben wir ja immer noch diverse Sachen noch. Und zwar nicht den Bogen. Schrotflinte. Und zwar Schützengraben. Schrotflinte. Volle Drossel. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite erzielt wird. Habt ihr schon, komischerweise. Nee.
Haben wir doch nicht. Jetzt haben wir es. Und polierter Bolzen erhöht den Taktrate zwischen den Schüssen, erhöht die Schussfrequenz. Auch hier sind wir jetzt durch. Das waren... Entschuldigung, eine Episode voller Erfolge. Und voller neuen Entdeckungen. Aber jetzt ist dringend eine Pause angesagt. Denn Lara hat sich so meisterhaft geschlagen, sie hat eine Pause verdient. Und auf bald wieder.